Bekommst du regelmäßig noch Rechnungen auf Papier oder hast Kassenbelege oder Quittungen und bist dir nicht ganz sicher, ob du die wegwerfen kannst, nachdem du sie eingescannt hast? Die Antwort bekommst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und diese Frage ist wahrscheinlich die Frage, die ich am häufigsten bekomme. Entweder in den 1:1 Gesprächen mit unseren Kunden oder aber auch hier auf YouTube in den Kommentaren. Und ich pick mir da einfach mal den Kommentar von Christian raus. Und Christian hat geschrieben: Wie ist das eigentlich bei Belegen, die ich unterwegs mit dem Handy abfotografiere oder einscanne? Benötige ich dann die Belege noch im Original oder kann ich die vernichten? Und was ist eigentlich mit der Aufbewahrungsfrist bei den digitalen Belegen? Die gute Nachricht zuerst. Grundsätzlich ist das möglich. Die schlechte Nachricht ist, wir reden hier über das deutsche Steuerrecht und so ganz einfach ist es dann leider doch nicht. Der ganze Prozess heißt ersetzendes Scannen. Grundsätzlich ist es möglich, dass du deine physischen Belege digitalisierst und sie dann anschließend wegwerfen kannst. Und du kannst auch dein Smartphone gerne als Scanner dafür benutzen. Wichtig ist allerdings, dass der Digitalisierungsprozess und die Aufbewahrung vor Manipulationen geschützt sind. Das heißt, sowohl beim Digitalisieren, also beim Scannen, als auch später in der Aufbewahrung soll sichergestellt sein, dass die Belege nicht mehr irgendwie verändert werden können. Das Stichwort, was du dazu kennen solltest und wonach du suchen solltest, ist das Wort Verfahrensdokumentation. Das brauchst du auch, damit du tatsächlich dieses ersetzende Scannen für dich erledigen kannst. Und auch ein ganz wichtiger Hinweis, der eigentlich relativ klar sein sollte: Wenn die digitale Version eines Beleges von so schlechter Qualität ist oder unleserlich ist, dass du die Informationen darauf nicht mehr erkennen kannst, dann darfst du natürlich den entsprechenden physischen Beleg auch nicht vernichten. Die Verfahrensdokumentation muss einige Punkte auf jeden Fall enthalten. Und zwar einmal den ganzen Prozess des Einscannen, also des Digitalisierens, des Archivierens, der Weiterverarbeitung. Für digitale Belege gilt natürlich auch die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 6 oder 10 Jahren. Zum Thema Aufbewahrungsfrist habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Dann sollte in dieser Verfahrensdokumentation außerdem noch genannt werden, welche Belege genau wie empfangen werden. Dann solltest du den ganzen Ablauf beschreiben, die involvierten Personen, wer digitalisiert diese Belege. Vielleicht gibt es eventuell eine Vertretungsberechtigung, den ganzen Workflow. Außerdem solltest du auffüllen, welche Software und welche Geräte verwendet werden. Welcher Scanner, welcher Drucker, welche Archivierungssoftware, welche Backup-Lösungen du da hast und so weiter. Das Ganze klingt natürlich erstmal nach viel Arbeit und das ist es leider auch. Das heißt, einfach einen Beleg abfotografieren und dann den physischen wegwerfen, ohne sonst irgendwas zu machen, reicht leider nicht aus. Du brauchst auf jeden Fall so eine Verfahrensdokumentation. Es gibt da auch eine Vorlage von der Bundessteuerberaterkammer. Die findest du einmal verlinkt unten in der Videobeschreibung. Schau dir die unbedingt einmal an und das kannst du schon mal als Vorlage nehmen. Die gute Nachricht ist, dass du so eine Dokumentation auch an deinen Betrieb anpassen kannst. Das heißt, du als Freiberufler oder Freiberuflerin oder als generell kleinstes Unternehmen. Bei dir kann diese Dokumentation natürlich auch viel kürzer aussehen, weil dein Unternehmen einfach weniger komplex ist als größere andere Kapitalgesellschaften mit ganz vielen Mitarbeitern. Aber du solltest diese Dokumentation, diese Verfahrensdokumentation unbedingt einmal aufsetzen und solltest sie auch laufend aktuell halten. Wenn du dann andere Softwarelösungen verwendest oder vielleicht ein neues Smartphone hast, mit dem du die Belege digitalisierst, dann solltest du das in dieser Verfahrensdokumentation immer anpassen, dass du immer einen aktuellsten Stand hast. Nachdem du deine Belege digitalisiert hast, nachdem du irgendein PDF-Dokument beispielsweise hast, auf deinem Smartphone, auf deinem Rechner, auf deinem Laptop, dann solltest du diese Unterlagen unbedingt in einer revisionssicheren Archivierungssoftware aufbewahren. Das stellt nämlich sicher, dass diese Belege vor Fälschungen geschützt sind und auch generell digital auf Computerausfall, Laptopabsturz und so weiter gesichert sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn das Finanzamt beispielsweise in 5 Jahren kommt, eine Betriebsprüfung anordnet und deine Buchhaltungsunterlagen sehen möchte und du sie nicht mehr hast, dann hast du ein echtes Problem und wirst wahrscheinlich einiges an Steuern nachzahlen müssen, weil das Finanzamt ziemlich wahrscheinlich die Besteuerungsgrundlage schätzen will. Außerdem ist ganz wichtig, wenn du physische Belege digitalisiert hast und das Original dann vernichtet, dann muss die Weiterverarbeitung, irgendwelche zusätzlichen Informationen und so weiter, immer mit dem digitalen Beleg passieren. Da solltest du nichts mehr an dem physischen Beleg verändern, sondern nur noch mit dem digitalen Beleg weiterarbeiten. Am Ende dieses Videos noch ein ganz wichtiger Hinweis. Das ist nämlich ein Fehler, den ich immer wieder sehe, dass Unterlagen nicht vollständig digitalisiert sind. Das heißt, nicht alle Informationen, die du irgendwie physisch bekommen hast, werden dann digitalisiert und dann hast du ein Problem. Und dazu gehören beispielsweise auch allgemeine Geschäftsbedingungen, die Teil des Vertrags
Vertrages sind, die du abgeschlossen hast, und dieser Vertrag ist wichtig für deine Buchhaltung, weil da die Vergütung geregelt ist, dann musst du auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen digitalisieren. Schau bitte die Vor- und die Rückseite. Ist ein bisschen wie in der Schule, wenn man die Rückseite vergessen hat, hat man ein Problem. Das ist bei der Digitalisierung leider auch so der Fall, dass man gerne mal die Rückseite vergisst einzuscannen. Bitte nicht vergessen. Insgesamt kann man also sagen, dass der ganze Prozess der Digitalisierung inklusive der Verfahrensdokumentation leider nicht ganz so einfach ist, wie man es sich wünschen würde. Mein dringender Appell deswegen ist, versuch alles so digital wie möglich von vornherein zu machen. Wenn du deine Rechnungen nämlich schon auf digitalem Wege erhältst, zum Beispiel als PDF im Anhang einer E-Mail, dann ist der Originalbeleg ja schon dieses PDF-Dokument in der E-Mail. Dann musst du dir in diesem Fall nämlich gar keine Gedanken darüber machen, wie du irgendeinen Papierbeleg plötzlich in einen digitalen Beleg umwandelst und wie du das Ganze irgendwie dokumentieren kannst. Deswegen an dieser Stelle, wenn du dir das Leben einfacher machen möchtest, versuch so konsequent wie möglich auf eine rein digitale Buchhaltung zu setzen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir so ein paar Fragen zu dem Thema beantworten. Ich weiß, gerade zum Thema Verfahrensdokumentation gibt es immer unglaublich viele Fragen. Deswegen schreib deine Fragen gerne mal in die Kommentare von diesem Video. Auch wenn du ein Interesse daran hast, dass wir einfach mal so eine Musterverfahrensdokumentation für Freiberufler anlegen und in einem Video erklären, ich mache das ganz gerne, wenn die Nachfrage da ist. Wenn du dir jetzt denkst, gerade für diese Themen hätte ich doch im Alltag gern einen Sparringspartner, der mir hilft. Idealerweise eigentlich ein Steuerberater, der auch sehr digital arbeitet, das Ganze irgendwie auch versteht und mir im Alltag wirklich auch meine Fragen beantworten kann. Und wie schön wäre das, wenn dieser Steuerberater auch noch auf Freiberufler und Selbstständige spezialisiert wäre. Die aufmerksamen Zuschauer dieses Kanals, die merken, dass ich über uns spreche. Die Kontist Steuerberatung ist nämlich ein spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und wir nehmen gerne neue Mandanten auf. Alle Informationen zu unserem Angebot findest du einmal hier verlinkt. Schau aber auch gerne unsere weiteren Videos erstmal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.